da haben wir schon einen ersten. Ja, einen haben wir eh schon angenommen. Jetzt schauen wir noch ganz kurz, haben wir irgendwas gekriegt eigentlich? War nix. Gut. Ja, das muss ich vorlesen, weil das versteht genau keiner. Du musst Poons neuestes Projekt sein. Er hat gesagt, dass du vielleicht vorbeikommst. Vielleicht? Diese Ausrüstung hast du ja wohl von Warns Müllkippe. Ja, so ungefähr. Da muss definitiv eine Aufwertung her. Ja, na, gib mal was. Hier, ich habe dir Marker von den Chirurgen, einen Rüstungstypen und einen Waffentypen geschickt. Triff dich mit ihnen und möble deine Sachen auf. Ja, dabei ist das noch die Anfangsrüstung, gell? Das Gumpert, was ich da hab. Bin ja frisch aus dem Tutorial heraus. Mein scheiß Glückstag, denn ich gebe dir etwas gratis, damit du in der Spur kommst. In die Spur kommst, mit Grüße von Pum. Und bitte versuch, meine nicht vorhandenen Erwartungen zu übertreffen, indem du nicht alles für Snooze und Wetten in der Chromkuppel ausgibst. Ab mit dir. Aha, ihr was bekommt? 12.000 Missionsbelohnung. Das ist da red, ne? Schauen wir mal, ob wir da irgendwo was fladern können. Ja, Entschuldigung, ich muss da durch. Entschuldigung. Weiß ich, Entschuldigung. Entschuldigung. Wenn da irgendwo was gibt? Nein. Das brauchen wir nicht. Da geht's raus. Oh, das ist Häusl. Geil. Spülen. Da hat er diskutiert während dem Scheißen. Ist auch nicht schlecht, oder? Dann lassen wir gleich mal überall Arbeit, dass nicht so peckelt. Oh, lesen. An den fingerfertigen Karlan, den ich letzten Zyklus hier getroffen habe. Ich folge deinem Rat und gehe nach Steamtown, um mir einen Namen zu machen. Und tut mir leid, dass ich deinen vergessen habe. Küsse. Was die wohl gemacht haben am Männer-WC, dass er fingerfertig ist. Der hat sich auf alle Fälle erinnern können. Gut, wir müssen hinunter. Da unten ist ein Nebenquest. Ah. Ausschalten, den Blödsinn. Bartender, da kann man wieder nur die Kopfgelder verkaufen. Ja, jetzt nicht, danke, tschüss. Habe ja noch keine Talk. Ich hoffe, das hat ja jeder verstanden. Du bist Poons Laufbursche, nicht wahr? Ich habe dich schon gesehen. Ich bin Antin. Ich habe einen Job für dich, wenn du interessiert bist. Nur ein wenig Recherche. Ja, das ist, das sage ich auch immer, nur das glaubt man keiner. Nämlich genau das. Was? War logisch. Ja, super, also pass auf. So hört es auch, wenn ich rückwärts rede. Ungefähr. Du musst eine Angehörige von mir finden. Sie wurde zuletzt auf dem Weg in die Leichenhalle gesehen. Ja, natürlich ist sie tot. Hältst du mich vielleicht für dämlich? Sie ist tot, ihre Leiche ist weg und es ist alles ein Riesendrama, klar? Erst geht mein Kumpel Tim zur Eidco und ich werde seine miese Fresse nie wieder sehen. Und dann nippelt mir auch noch Undina ab. Die abnippeln. Aber ich kann sie nicht betrauen, weil ich keine Leiche zum Betrauen habe. Wie soll ich wieder verwerten, was nicht da ist? Die Deppen der Leichenhalle behaupten, sie überhaupt nie gesehen zu haben. Aber das ist ausgemachter Blödsinn, weil ich verdammt nochmal sicher dafür... Red nicht so laut. Weil ich verdammt nochmal sicher dafür gesorgt habe, dass das Krankenhaus sie schickt zur Obduktion und so. Ich wollte die Versicherung auszahlen lassen, aber wie denn ohne Leiche? Super, es läutet an der Tür. Moment.
So, da rennt wieder alles. Aufnahme rennt. Wim rennt. Die rennen. So, weiter geht's. Ich wollte die Versicherung auszahlen lassen, aber wie denn ohne Leiche? Jedenfalls brauche ich einen von deinem Format, um mit diesen Leichenschändern zu reden. Vielleicht ihre Datenbank zu prüfen. Ich würde es ja selber machen, aber ich bin ein Karlan, etwa so einschüchternd wie ein Mäuschen. Ja, nur ein bisschen schierer, ne? Du findest Undinas Leiche, die Versicherung zahlt aus, du kriegst einen Anteil. Das war's, ganz einfach. Lass mich wissen, was du findest. Mach mal. Abgezischt. Eigentlich sollte das heißen abgenippelt. So. Da können wir wieder aussehen. So, jetzt schauen wir mal zu dem Knochenmittelbezirk gehen. Jetzt haben wir da alle möglichen Geschichten. Jetzt schauen wir da ganz kurz einmal. Da müssen wir runter, okay? Was aufmachen? Ich liebe die Musik. Ja, da müssen wir dann noch weiter runter, wie es ausschaut, ne? Okay, was ist das? Was haben wir da jetzt? Leichenhalle. War klar, ne, aufs Maul kriegen wahrscheinlich. Ja, über Steam gekauft. Das, ja, das fehlende Leiche kann nicht helfen, habe gerade Pause. Und bleib von den Kühlräumen weg, wenn du nicht in einem enden willst. Ah. Das, ah, da hacken wir ein bisschen. Ja, ich verlaufe mich hier ständig. Also, das ist. Das müssen wir gescheiter machen. So. Headshot. Ne, aber nicht nur einer, ne? Vargas Party. Wo war denn das jetzt? In Leichenhalle. Hauptmission, Nebenmission. Abgezischt. Jetzt nützen wir gleich mal das O. Okay. Schauen wir wieder hin, das will ich jetzt wissen. Hopp. Holen wir uns jetzt natürlich auch. Na, schaut aus. Der nächste Rückwärtssprecher. Gromjucken, Datenbrand, neutrale Nesselsucht, allgemeine Ängste, Impotenz, was es auch sein mag. Hans, der Hans ist es, kann helfen. Hier sind Stimulantien und Salben für jeden Bedarf. Hans ist best. Donnerwetter, was für ein ansehnliches Exemplar du bist. Wenn Hans dir nichts bieten kann, kannst du vielleicht etwas für Hans tun. Interessiert, aber ja, wir brauchen das. Wunderbar, Hans wird die Situation erläutern, weißt du? Hans, hauseigener Balsam, Ramrod, geht neuerdings voll durch die Decke. Vor allem Yatschalana stehen drauf. Jetzt ist das Lager leer und Hans hat nicht genug Zutaten, um Nachschub zu bereiten. Zu
Ja, Nachschub zubereiten. Du zubereiten eigentlich, aber macht ja nichts. Vor allem eine Substanz ist ziemlich schwer zu beschaffen. Und das sind Bestienhoden. Ihre Eier sozusagen. Aufgrund ihrer harten Lebensbedingungen der Bestien sind ihre Eier höchst potent. Ja, da lassen sie sich sicher nicht allzu gern aufzwicken, ne? Hans, der Hanse! Die feigen Besten werden ihre Kronjuwelen kaum freiwillig ausrücken, also wirst du dir wohl die Hände schmutzig machen müssen. Aha! Aber Hans wird dich gut bezahlen, na, das schauen wir uns an. Komm wieder, wenn du genügend gesammelt hast. Das ist der Hans, Hans der Eierkneter. Achso, da müssen wir jetzt rauffahren. Na wurscht, machen wir, fahren wir mal rauf. Die Stepper, die kennen wir irgendwie ziemlich gut aus, da muss ich sagen. Also. Und diese Questmarkierung geht meiner Meinung nach auch spurtschnell weg. Ah, da sind wir. Okay. Können wir das jetzt besser zusammenbringen? Reden wir mit dem nicht nochmal. Bin auch Schwachsinn, was uns der erzählt. So, wir müssen auch mit unserer Kraft arbeiten. Schauen wir mal, ob wir jetzt auch abnippeln. Okay, da haben wir jetzt ein bisschen ein Leben liegen. Wo sind sie jetzt plötzlich? Wenn man so schleicht, dann kriegt man die Aufmerksamkeit nicht von einer. Dann machen wir das einmal noch vorsichtig. Schreck mich nicht so. Oder so eine Sache, intrakraniales Hämatom. Durch kritisch hohen Ovidium 348 Spiegel. Ein Spiegel wird er schon gehabt haben, aber das ist. Ja, das sind. IC1, warte mal. Zugang verwehrt. Haben wir das nicht gekriegt? War das nicht Cyberdeck? Ah nein, das war nur diese Geschichte. Ne? Was? Instabil. Werden wir da drauf gehen. Geil. Was auch immer das ist, nimmt Gegner in Reichweite ins Visier. Anvisierte Gegner explodieren nach ihrem Tod. Entsende eine Wolke aufgeladener Nieten, blablablups.
die sich blitzschnell in deinen Gegner einnisten und sie brutal zerfetzen. Na, sehr gut, das haben wir jetzt da am Zweierplatz, das heißt, das ist... Sonst haben wir, ich schaue schon wieder drauf, gell? Ich hab's ja richtig drauf. Oder meine Charakterfertigkeiten nichts zu vergeben. Sehr. Wir bleiben in der Hocke. Ah! Lieferungsdatenpalt. Sie müssen direkt zur Verarbeitung. Pickup. Hopsi. Mechbetreiber, so eine Todesursache in können, das Hämatom. Ach, da sind aber alle für mich gestorben durch das, ne? Da geht's scheiße auf die Haut. Jetzt sind wir wahrscheinlich gleich tot, ne? Wir haben Mittagspause. Noch nichts. Aha. Upgrades, mehr ist da nicht drin, das war aber ein bisschen modig, ne? Nichts machen. Leben haben wir keins verloren, weil wir nur im Sneak. Oh! Okay, passt. Leiwand. Die erste Nebenquest geschafft. Was schüsseln wir uns halt wieder, ne? Werden wir den gleich wieder abgeben, glaube ich, weil wir wissen, was wir bekommen vom Wahnsinnigen. Lieferdatenpad übergeben. Dem Pad zufolge gehören die Leichen BioChoice Pharma. Wie kann er einem denn eine Leiche gehören? Und was zur Hölle ist Ovidium? Jo. Außerdem sollten die Leichen an die BioChoice Pharmafabrik geliefert werden. Die ist drüben in Nitroad. Du wirst sie dir wohl ansehen müssen. Was zum Teufel wollen diese morbiden Scheißer mit Leichen? Geh und sieh nach, ja? Keine Leiche, keine Bezahlung. Ah, ist ein kleines Häusl, ha? Huh? Mehr doch, dass das ein linker Agent ist. So, jetzt schauen wir zu den anderen. Ist das herum oder ist das unten? Der Shop ist das? Cybervendor. Ready to jack in. Achso! Okay. Na, da komme ich nicht rein, habe ich schon probiert. Aber wir könnten es jetzt einmal probieren. Zuerst habe ich noch nicht geredet mit dem. Was hat der taktisches? Achso, das sind diese Granatengeschichten. Da haben wir noch nicht genug. Wo waren die jetzt, die Kokoskneipe? Kokoskneipe? War nicht gewusst, erst dachte zuerst ja gar nichts. Da hätte ich gern durch, aber das ist gesperrt. Da war der, gell? Ja.
Musik ist geil, ha? Also, wie wäre die Musik eine kleine Spur lauter dran? So, Audio? Was haben wir denn da? Ein bisschen. Wird man da vielleicht mit einem Quest rein können? Ah, der ist unten. Da muss ich runter, wo ist denn da der Aufzug? Da kann man so mal runtergehen, das machen wir gleich mal. Ja, vor allem fast gar nicht verwinkelt da, ne? Wahnsinn, da haut es da aber auch ordentlich die Augen raus, ne? Handel! Besuche Händler für Waffen, Panzerungen, Cyberware und chirurgische Eingriffe, um Waren zu kaufen und verkaufen. Mit der Zeit sind neue Waffen erhältlich, also schau regelmäßig wieder bei den Händlern vorbei. Und ich merke mir natürlich ganz logisch, wo die alles an. Ne? Die fehlen U-Creds, du hast noch 7 Pistolen rumliegen, die du nicht nutzt. Bla bla bla, wissen wir eh. Weil das Klumpert, da haben wir verkauft. Servus, Geistich. Reden wir mal mit dir an. This will cut through meat like butter. Da, Seitenwaffen, also das sind die kleinen, ne? Oh mein Gott, das ist aber relativ strong, sag ich jetzt einmal. Und auch relativ teuer, Maschinengewehre. Das sind wir schon eher bei mir. 4 bis 7, nein, die kaufen wir uns noch nicht. Da kriegen wir sicher noch gescheitere Geschichten. Da bin ich echt am Überlegen. 2 Hertz, 6 für das, ne? Und die hat nur 5 auf Rit wahrscheinlich. Ich bleib bei meinem. Verkauf. Echt. Okay, jetzt wollen wir mal bei ihm. Gunsmith. This is the real deal. This is the real deal? Waffen. Ach so, das sind jetzt ja diese Waffenkomponenten. Nein, da tun wir von diesen Heißelbuffen, die wir jetzt noch haben, tue ich noch nichts aufwerten, weil für was. Oder? Aber irgendwas übernimmt sie, hat es geheißen. Aber pass auf, da wechseln wir kurz einmal auf Hauptmission, gegenseitige Abhängigkeit. Also da müssen wir zur Knochenmühle-Geschichte gehen. Ja? Das tun wir jetzt einmal aktivieren. Dann suchen wir uns da noch raus die Nebenquests, Leute. Also der ist wieder unten, ne? Eieiei. Wo ist denn da der Aufzug, oder? Ah, der ist gesperrt. Na, geile Sau. Das ist die Muckibude. Ah, da ist auch einer, schau. Na, bam. Bitte? Da steht leider kein Wort. Hallo kleiner Kollege, ja wirklich, dich habe ich hier schon gesehen. Vielleicht kannst du den guten alten Atticus mal behilflich sein. Die Geschäfte laufen nicht so, aber ich glaube, daran ließe sich was ändern. Schau, alle Schwächlinge hier drin, die haben doch weder die Zeit noch die Geduld, richtig an ihrer Figur zu arbeiten, wenn du verstehst, was ich meine. Tut mir leid, es zu sagen, aber die Zeiten sind vorbei, wo man Standards investiert hat, um sich so richtig in Form zu bringen. Jetzt wollen die Leute solche Resultate binnen Wochen sehen. Ich habe es auf die traditionelle Art versucht, aber davon wollen die Kunden nichts hören. Die wollen sich jetzt sofort aufpumpen. Das ist der Markus Rühl der Zukunft. Und ich denke mir, da der Kunde ja König ist, wäre ein kleiner chemischer Schubs vielleicht genau das Richtige.
Kleiner chemischer Schubs. Also, wärst du wohl so nett, mir eine Kleinigkeit zu besorgen, ein kleines chemisches Hilfsmittelchen? Super, Kollege, du rettest mir das Leben. Bitte hol diese Lieferung Stereo, ich meine chemische Erfolgssteigerer für mich ab. Chemische Erfolgssteigerer. Das ist gut am Schreiben. Sie ist im Knoten, den kennst du ja sicher. Du kannst sie bei meinem Kontaktmann abholen. Bring mir alles direkt hierher, dann kriegst du eine hübsche Scheibe von der Lieferung ab. Also, da kann ich mir danach was reinklopfen, geil. Anabolika Express. So, jetzt müssen wir einen Aufzug finden, dass wir da irgendwo runterkommen. Ah, da können wir schon wieder was paddeln. Einfach hinter sein Brücken. Dazu ist nichts drin. Das ist die Kisten, die wir dann nicht aufmachen können, ne? Eieiei. ICE-2, das heißt, das werden wir dann nochmal... Ah, da steht einer, schau. Und da kann man rauf, na, runter hoffentlich, ne? Wir reden alle rückwärts. Das rückwärts ist das neue vorwärts. Was? Ah, so ein Prachtexemplar. Du musst mir helfen. Ich stehe am Rande des Durchbruchs, aber ich brauche Unterstützung. Ja, ganz den Anfang halt. Da, wie es ein bisschen mit der Steuerung vertraut macht, wie es dich duckst und es ist nicht so schlimm. Du gehst halt einfach mit WASD, ja. Die Maus drehst, in die Richtung schaust und dann schießt halt. Ne? Das ist eigentlich eh recht simpel. Ich stehe am Rand des Suchbuchs, aber ich brauche Unterstützung, haben wir schon gesagt. Der Dr. Humidor, das ist der Zigan, der Oberziganmeister, ne? Der Dr. Humidor. Vielleicht hast du schon von meiner Arbeit gehört. Nein, nun, ich könnte einen unschockenden Intent gebrauchen. Bist du so einer? Ja, für den Dr. Humidor machen wir das. Wunderbar, ich bin auf Modifikationen an Bakterien spezialisiert. Ja, der Dr. Humidor, der hat sicher ein paar gute Worte. Aber ich habe Schwierigkeiten, meine Proben zu kultivieren. Die aktuellen brauchen enorm viel Feuchtigkeit. Zigarren brauchen viel Feuchtigkeit. Das ist der nächste Seitenhieb. Ne? Also. Org. Dann 69% Minimum. Und dann schicke ich dich jemanden, der ans Abenteuer gewöhnt ist. Platziere diese Petrischalen an den Orten, die ich in deinen Imp übermittelt habe. Ab mit dir, große Dinge warten. Große Dinge warten, also eine im Churchill-Format, ein dickes Zigarre. Ne? Okay, da können wir dann, aber da fahren wir glaube ich auf, schauen wir, was da hin. Oder sind wir gekommen? Fixt. Schauen wir da jetzt auf oder oben? Oh, also aufzugerufen, F. Oder dann geht es noch weiter rauf. Na wurscht, schauen wir mal. Oder wie viele Etagen sind das? Na, da steht er ja, schau. Palan anrufen. Anrufen? Das brauchen wir nicht aussprechen. Bist du also endlich darauf gekommen, dass das wird. Was? Virtuelle dem Realen einfach überlegen ist? Hm? Die Frage ist nur wo, oder? Nein! Na, wird schon noch werden, irgendwann. Ach, kannst du mir übrigens einen Gefallen tun, während du unterwegs bist? Es springt auch etwas für dich. Raus dabei, annehmen. Ja, Kumpel, das bedeutet mir viel. Weißt du, ich will die echte physische Welt ja erleben, aber bitteschön komfortabel aus der Reinheit des Virtuellen heraus, verstehst du? Ja, ich verstehe es, ich habe auch gerade eine VR-Brille auf, ne? Wie man sieht.
Echte Welt in Echtzeit, aber in VR, dann bin ich wirklich dort, aber auch nicht. Was mit dem Chaos? Wenn du also zu diesen Orten gehen könntest, dich ausgesucht haben, dort diese VR-Kameras platzieren würdest, und dann rufst du durch, wenn du fertig bist, mit ihren integrierten Telefonen. Und dann kriegen wir hier was wirklich Großartiges zustande. Hier, das Erste, was ich sehen will, ist ganz in der Nähe. Es ist dieser Schrottplatz, wo die Hortianer ihr Ding machen. Geh zu diesem Ort mit den ganzen Statuen, der soll ja umwerfend sein. Ruf an, wenn du einen Feed installiert hast. Ich bin hier, aber übers Telefon erreichst du mich immer. So.